The trip is beginning, guys. And yeah. Ja. Soll ich auch morgen abschauen? Scheiße, Mann. Mit einem meiner besten. Nennst du mich bester Freund? Bekannten. Digga, aber Bro, weißt du noch, was wir gemeinsam auf Mykonos alles erlebt haben? 2, 1. Das ist unglaublich geil. Mal generell sozusagen, was wir hier machen. Wir haben eine Dodgeball WM, EM. What's up, Raven? Vincent Raven? Azrael. Von alle Ladies hier bei mir auf dem Channel. Ah, was trägst du da? Ist das etwa Ola Kalar? Ihr wisst ja, ich bin jetzt mittlerweile in einer festen Beziehung, aber dieser junge Mann hier ist noch auf dem freien Markt verfügbar. Erstmal den Style zeigen, ja, es sind immer gute Outfits. Und natürlich auch ein attraktiver Typ, ne? Ja. Ich kann richtig nice craften. Vertikalisieren. Statement, egal welche Rubrik. Statement. Ach komm. Kisten hebeln. Ich bin nicht mehr bekannt. Was machst du mit mir? Vertikalisieren. Ja! Yeah. Mach weiter. Wäre es eine Option für dich, obwohl du die Gefühle zu deiner Freundin absolut teilst, trotzdem entwickelst du über den Zeitraum der Beziehung oder deine Freundin das Bedürfnis einer sexuellen Befriedigung mit einer anderen Person. Wärst du bereit dazu, die Beziehung aufrecht zu erhalten? Phoebe. Ja? Wäre es eine Option für dich oder nicht? Schatz? Definitiv. Gestern Abend wurde die Vertikalisierung definitiv herbeigerufen. Aber es hat einfach nicht funktioniert, aber heute Morgen, ne? Wie war dein erstes Mal trinken gestern Abend? Ich hab mich getrunken. Er war so besoffen, Digga. Ich hab auch Bock, ja? Wie geht's dir heute? Sehr gut. Ja? Ich finde eure Tasche sehr gut. Ja, danke dir. Gib mir einen Reim auf Straßenlaterne. Wir aßen sehr gerne. Oh, Digga, strong, Alter. Wirklich einen perfekten Reim auf Taxifahrt. Ja, also man kann sagen, auf jeder kleinen Taxifahrt kann ich danach sagen, ey, ich hab sie hart gefickt. Dir nichts eingefallen? Nein. Gechillte Jacke, Digga. Da muss ich mich wirklich für... Gott. Es haben... Ola Kala-Tasche. Unfassbar viele Leute Ola Kala-Klamotten an, Ola Kala-Tasche dabei, Schmuck an. Sehr, sehr geil, das freut mich unfassbar, wirklich. Ich empfehle es euch. Nee, ehrlich, da bin ich sehr dankbar dafür und es freut mich, dass den Leuten die Sachen hier gefallen. Kuss geht raus. Leute, wir haben dieses Turnier gewonnen. Und ich habe original nichts getan, Digga, außer rauszufliegen. Ey, doch, die eine Aktion, wo du nicht so auf diesem Wasser gehst. Und was kam? Digga, Schild. Was hast du das Gefühl, sind die wichtigsten Dinge für dich, um hip zu bleiben? Gute Frage. Outfits habe ich gerade gehört. Man sollte immer cool und hip bleiben und mit der Zeit gehen. Ich mache mir Gedanken, Nico, hör auf mit dieser Frage. Was tust du, um hip zu bleiben? Meine Skincare-Routine, ganz wichtig, damit ich auch jung bleibe. Ja? Sonst würde ich auch sagen, übers Outfit und über den Lifestyle gehen. Aber leben wie junge Rockstar. Ich meine, wenn du jetzt mit 23 aussiehst, wirst du 30. Ich beende jetzt den Cut, ja? Ich mach wirklich Yoga. Ich hab das mal probiert. Komm, gib mir nochmal den Garli-Tipp, bitte. Ihr könnt mir sagen, was geholt. Wir sagen, das ist Werbung. Das ist die beste Pizza, die es gibt. Von wem ist denn die? Die Sorte ist von mir. Selber gemacht? Ja. Mit Liebe? Mit Liebe, mit Love. Du bringst eine Pizza raus? Ich freue mich. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig und ganz klar, dass an so einem Tag wie heute, Karfreitag, man möchte Leute nicht abpacken, weil es wird gedriftet, ne? Es wird ein bisschen lauter und so. Und da haben die halt extra eine Location ausgesucht, die 25 Minuten von der anderen Location entfernt ist, damit halt wirklich nicht so viele Leute abgefuckt werden. Und ich denke mal, hier sollte dann der optimale Platz dafür sein, oder? Ja. Ich bin assi krank geworden wegen Sascha, Digga, der mich im Flug angesteckt hat, der Pisser. Dann kann ich euch Folgendes sagen, und zwar... Alter, mir fällt gerade ein, ich habe im Steakhouse einfach vergessen, 1500 Euro Rechnung zu bezahlen. Egal, hat wahrscheinlich niemand gemerkt. Am 23. droppt die Archive-Kollektion, das heißt, dieser graue Pulli mit dem blauen Unendlichkeitslogo drauf, dann Neighbors Cherries Pulli kommt nochmal, den ganzen Stuff. Schaut sehr, sehr gerne vorbei, wir freuen uns auf eure Käufe. Nein, Spaß beiseite, wirklich, wir freuen uns. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, liebe Leute. Wünscht mir keine gute Besserung in diesem Sinne.